Ja, Spaß haben wir hier auf jeden Fall, auch natürlich bei Livestart. Weiter geht's mit den Jungs von Flying Sheep Studios aus Köln, Spieleentwicklerfirma. Eben haben wir schon einiges über eure Casual Games natürlich erfahren, haben über HTML5 gesprochen. Jetzt habe ich mittlerweile Flash natürlich mal wieder neu geladen und wir wollen den Zuschauern draußen auch mal einen kurzen Trailer von euch zeigen, nämlich wie es bei euch so schön heißt, Flying Sheep, we make games. Da gucken wir erstmal ganz kurz rein und dann schauen wir uns die Games mal ganz genau an. Jawohl, Flying Sheep, we make games. Und gerade eben in der Pause muss ich ehrlich auch sagen, wir haben ja hier auch ein paar Kollegen, die auch so gerne in den Pausen Casual Games zocken. Kollege Peter ist natürlich gerade mal nicht da, ist ein großer Freund davon. Ich habe gerade eben in der Regie auch gesehen, auch da saß jemand mit dem Handy und hat zwischendurch so ein paar Casual Games gezockt. Also es ist natürlich eine Nummer, es wird immer mehr, es wird immer größer, weil du einfach natürlich dieses passende Endgerät immer mit dabei hast. Du hast nicht mehr den großen PC irgendwie, den du mit dir rumschleppen musst, wie bei irgendwelchen LAN-Partys früher. Du hast es einfach in der Tasche, ziehst es raus und hast natürlich instantly sofort das Spiel, was du dann zocken kannst. Das ist natürlich das Schöne auch dabei. War es für euch auch klar, deshalb in diesem Bereich und vor allen Dingen für alle Plattformen sofort verfügbar? Genau, im Endeffekt das Augenmerkmal der Spiele wirklich, liegt wirklich darauf, dass die Spiele überall, egal wann, spielbar sind und dass sie im Endeffekt auch relativ schnell zu spielen sind. Du kannst eine Runde innerhalb von 2 Minuten spielen, aber mit dem Highscore hast du im Endeffekt auch noch den Antrieb, öfters zu spielen und zwischendurch mal hier 2 Minuten, muss gerade warten, ne? Dann kannst du halt mal eine Runde zocken, ne? Und ist dann egal wo und musst nichts runterladen, kannst einfach direkt auf eine Seite gehen, das Spiel da. Das ist schön, du belegst halt keinen Speicherplatz irgendwie bei dir, das sind Sachen, die natürlich irgendwie cloud-basiert sind, ob es jetzt nun irgendwie im Browser ist oder ob es dann auf dem Handy ist. Wir wollen uns natürlich auf der Seite das mal anschauen hier von euch, Flying Sheep. Wenn man hier etwas herunterscrollt, haben wir eben schon mal kurz gezeigt, da gibt es natürlich ein paar Spiele zu sehen. Was können wir denn hier mal, eurer Meinung nach, was soll man hier mal anzocken? Vielleicht ein bisschen was Actionreiches? Ja, dann nimm direkt das Erste. Machen wir doch mal Dragons ohne Zahns Feuerflug. Da müsst ihr einfach nur hier auf diesen Play-Button klicken. Und dann geht es natürlich auf die Sobald ihr nochmal auf den Play-Button klickt. Ich drücke nochmal Play Now. Und jetzt seid ihr auf der Seite, wo es ist. Und da muss es nochmal suchen. Wir konnten es da leider nicht direkt verlinken. Okay. Da sind aber relativ viele von uns. Nicht alle, aber einige. Da haben wir es nämlich. Ohne Zahns Feuerflug. Und dann einfach heißt es hier unten, flieg mit. Dann wird wahrscheinlich am Anfang auch ein kurzes Intro kommen, beziehungsweise eine Erklärung, wie man es denn dann spielen muss. Wenn du jetzt auf Play drückst, dann kommt direkt ein Einleitungstext. Zack. So, wir steuern ihn mit der Maus und innerhalb einer Minute so viele Zielscheiben wie möglich abschießen. Schaffst du es? Da bin ich mal gespannt, ob ich es in die besten Liste schaffe. Und dann würde ich mal sagen... Also auch mit dem Trackpad, ne? Genau. Jetzt habe ich ja hier den Rechner. Da sieht man hier auf der linken Seite die Maus. Das heißt, ich muss ihn steuern, wahrscheinlich, wenn ich hier übers Trackpad mit dem Finger... Genau, wenn jetzt auf dem Handy wärst, hättest du da so einen virtuellen Joystick. Okay. Könntest du mit dem Daumen machen, jetzt musst du es mit der Maus machen. Dann gehe ich mal auf Los, dann schaue ich mal. Ja, man sieht deinen Mauscursor nicht. Also es ist mit dem... Du musst rüberziehen. Das ist die Geschichte, glaube ich, die wir hier haben. Es kann sein, weil wir es hier anders übertragen, dass wir jetzt den Mauszeiger so nicht sehen. Also wenn du jetzt hochziehst, du siehst vorne diese 3 Dinger vor deinem Drachen, wenn du mal in die andere Richtung steuerst. Jetzt geht er langsam hoch. Genau, da siehst du diese Dinger, die in den Hintergrund zeigen quasi. Damit kannst du zielen, und damit musst du versuchen, die Ziele abzuschießen. Er macht Dauerfeuer die ganze Zeit, das heißt, ich muss einfach gedrückt halten und zielen auf die Zielscheiben. Zwischendurch gibt es welche, die geben dir Bonuszeit. Du siehst, du hast 22 Sekunden, jetzt nur noch 20. Und 0 Punkte, nix 200. Da. Ich habe 200. Das 200. Ist fast wie bei unserem Reicht Spiel. Bestimmt für die Highscore. Lange Zeit 0 Punkte gehabt. Oh, die Zeit läuft runter, nur noch 9. Ja, 8, genau, also mit 200 kommst du wahrscheinlich nicht mehr in die Nähe der Highscore. Also die Kinder sind da eigentlich super. Danke, dass du das jetzt sagst. Die Kinder auf jeden Fall. Ja, also, genau. Aber du kannst dir dein Drachendiplom jetzt ausdrucken, wenn du da auf Diplom speichern klickst. Okay, dann klicke ich da drauf. Und dann kannst du da deinen Namen eingeben. Da kennt man die Figur natürlich aus dem Film. Das ist natürlich... Oh, ich erinnere mich dunkel. Funktioniert das im Safari? Diplom.
genau. Mal gucken, ob es auf Safari funktioniert. Genau. Ich habe es ja. Da, guck mal. Ja, sehr schön. Die Drachenreiterakademie von Berg bestätigt, dass der Schüler Bunky seine Prüfung, naja, mehr oder weniger erfolgreich auf jeden Fall bestanden nicht hat. Nicht null Punkte, es ist ein Erfolg. Nicht genau. Punkte, ganz ja, wichtig. Fürs erste Mal. Teilnehmerurkunde in dem Fall. Ja, genau. Man hat ja auch gerade gehört, im Hintergrund ist natürlich auch Musik immer mit dabei. Sind das Sachen, die euch von den Kunden geschickt werden oder sind das auch Sachen, die ihr dann mit von euren Sachen, Leuten irgendwie entwickeln lasst? Ihr habt ja auch externe Firmen. Also wir kriegen manchmal Sounds von den Kunden, wir kriegen Musik von den Kunden, manchmal nicht. Und dann externe oder auch lizenziert, also aber Musik machen wir nicht selber zu Hause, jetzt bei uns im Studio. Das machen wir entweder bei externe oder wir kriegen es vom Kunden. Was ich gar nicht mal so schlecht konnte, glaube ich, war Tom und Jerry Lauf. Jerry Lauf, auch da wollen wir natürlich mal reinschauen. Mit einer Taste bedienbar. Mit einer Taste, das kann ich so gerade noch. Auch hier natürlich auf den Play Now Button klicken und dann müsst ihr hier einfach wieder runterscrollen. Das haben wir hier direkt am Anfang, auch hier auf Jetzt spielen. Und auch da gibt es natürlich, wie bei allen Spielen, immer ein kurzes Intro, beziehungsweise eine Erklärung, wie es dann funktioniert. Das sind jetzt natürlich Spiele, vor allen Dingen auch für Kinder. Gibt es da eine Vorgabe? Es muss für die und die Altersgruppe sein. Bestimmte Sachen dürfen nicht vorkommen oder wie wird es vom Kunden an euch herangetragen? Ja, es liegt an der Zielgruppe der Seite und bei Togo richtet sich ganz klar an kleinere Kinder, an jüngere Kinder. Da können wir jetzt nicht irgendwelche gewaltigen Bluteffekte einbauen. Das würde jetzt zu Tom und Jerry auch nicht gerade passen. Also, du siehst, was ich gerade gemacht habe. Ja, ich habe mit dir gerade geredet. Ein Punkt! Also, es hat für die besten Lichter nicht ganz gereicht. Nicht ganz. Aber ich musste doch hier... Ach nee, hier muss ich springen. Ich glaube, die Käse muss ich aufsammeln. Das gibt auf jeden Fall ein paar Extrapunkte. Immerhin schon 5. Da kriege ich auf jeden Fall mehr als bei dem Drachenspiel. Ich sag's dir. Jetzt das waren 200 bei dem Drachenspiel. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Aber auch da natürlich alles mit Musik hinterlegt. Wie viele Anfragen habt ihr momentan? Es sind bestimmt einige noch, die ihr entwickeln müsst. Auch fürs aktuelle Jahr 2015. Wie sieht momentan bei euch das Portfolio aus für dieses Jahr? 24, immerhin. Ja, also wir haben noch ein paar Spiele, an denen wir zurzeit arbeiten. Und langfristig wollen wir auch schauen, dass wir neben der Auftragsarbeit dann auch größere Spiele, zum Beispiel auch Multiplayer-Spiele, die man dann mit seinen Freunden spielt. Das ist nämlich die Frage. Werden es auch wirklich größere Spiele werden kommen? Natürlich auch sehr intensive Gameplays, die dann mit implementiert werden, die Spiele auch in Zukunft. Genau, und insbesondere, wir wollen auch in die Richtung gehen, dass du mehr mit deinen Freunden spielen kannst, dass du Multiplayer spielen kannst und im Endeffekt auch wieder im Sinne von Technologie, auch, dass du es überall und egal wann machen kannst. Das heißt, du kannst asynchron mit deinen Freunden spielen, dann zum Beispiel rundenbasiertes Spiel, morgens in der U-Bahn, tippst deine Runde rein, es wird zu deinem Freund sozusagen geschickt und der kann dann, wann er möchte, nochmal antworten. Da kann man, selbst wenn man nicht gleichzeitig spielt, gemeinsam die Spielerfahrung teilen und im Endeffekt dann auch anfangen, ein bisschen komplexere Spiele, Mechaniken mit einzubauen. Mhm. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute noch für die Zukunft. Auch noch, dass ihr noch ein paar Mitarbeiter natürlich auch findet bei euch. Momentan zu dritt bzw. zu viert. Sieht man ja auch auf der Facebook-Seite, haben wir euch ja eben gezeigt. Vielen, vielen Dank, Thomas. Vielen, vielen Dank, Daniel. Und an den Benjamin Flying Sheep Studios aus Köln. Eine sehr, sehr coole Spieleentwicklerfirma. Könnt ihr natürlich alles bei uns auf der Facebook-Seite nochmal nachschauen. Da ist auch der direkte Link natürlich auf die Homepage. Danke euch für den Besuch. Jetzt machen wir erst einmal ein kleines bisschen Musik und dann geht's natürlich weiter hier bei NRW Live. Danke. Vielen Dank.